Zeitalter der Tontechnik ist das ziemlich lächerlich. Es muss viel lauter sein. Es ist ja nicht gedacht zum Live-Schauen hier, sondern zu Hause vor dem Bildschirm. Das weiß ich schon, aber trotzdem ist es lächerlich. Man hört immer die kleinen Mädchen hier dagegen jodeln. Dann hat man eine Resonanz. Dann hat man auf dem Mikrofon eine Resonanz. Die Resonanz kommt vielleicht bei dem fünffachen Dezibel, das bis jetzt da zu hören ist. Aber das braucht ja einiges, um hier Ton zu haben. Ja, ja, eben deswegen ist. Aber im Zeitalter der Tontechnik ist das machbar, nicht? Das wäre schade. Tolle Idee, aber leider Gottes kommt das ja gar nicht durch. Ja, das ist wirklich gedacht, nicht zum hier schauen. Das ist ja dann lächerlich, weil da muss man es ja nicht live aufführen an einem Ort, wo die Leute dann passieren sollen. Es ist eine Live-Sendung, es ist nicht eine Live-Sendung. Ich weiß, ich habe es gleichzeitig laufen, ich nehme es gleichzeitig auf. Ich will die Differenz haben. Ja, okay, dann können Sie schauen, ja. Okay. In ihre Daunenmäntel eingepackt und in die Garderobe verfrachtet. Es ist aber ziemlich kalt, wie Sie sich sicher vorstellen können. Und dann haben wir noch ein Feedback aus Berlin erhalten. Da heißt es, warum kommt ihr mit diesem Projekt nicht in die Berliner Oper, denn wir hätten ebenfalls Platz für die Traviata. Na, kann ja noch werden. Vielleicht hätte auch Alexander Pereira Freude, La Traviata.